Hallo, ich habe heute ein Buch für euch aus dem Ravensburger Verlag, Feuerrot von der Nina Blasson. Das Ganze ist ein Hardcover ohne dem Schutzumschlag, sehr schlicht. Müsst ihr mal schauen, habe ich euch ein Video drüber gedreht. Das Buch hat etwas um die 500 Seiten und kostet 16,99 €. Vom Genre her lässt es sich in den Bereich historisches Jugendbuch einordnen und ist in sich abgeschlossen. Ich finde das Cover natürlich sehr schön. Schaut mal, diese Goldpartikel, die da so funkeln. Das sieht so ein bisschen aus wie Funkenschlag. Und das Mädchen hier vorne drauf, das könnte auch tatsächlich eine der Hauptprotagonistinnen sein. Das würde ganz gut zur Elisabeth passen. Worum geht's? Und zwar spielt das Buch in Ravensburg zu Zeiten der Inquisition und Hexenverfolgung, zu den Beginnen oder zum Beginn der Inquisition und Hexenverfolgung. Und es dreht sich um die reiche Patrizierfamilie Humpes. Ich bin mit diesen Namen aussprechen immer etwas überfordert. Und zwar zu der Familie gehören einmal der reiche Händler O. Ich nenne ihn O, weil er hat einen immens langen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Seine zweite Frau Barbara, die zu der Zeit gerade ihr erstes Kind verloren hat. Die Nichte Elisabeth, die als Waise damals in die Familie kam. Und der Neffe Benno, der ebenfalls keine leiblichen Eltern mehr hat. Bei der Familie arbeitet die Magd Mada. Mada ist für die damalige Verhältnisse oder Frauenverhältnisse sehr selbstbewusst und aber auch sehr nett und fromm und lieb und herzensgut. Aber sie sagt halt auch mal, wenn ihr was nicht passt. Und das Buch steigt da ein, dass die Familie einen Handelspartner aus Italien erwartet. Und da kommt schon einer vorgeritten, der Lucio, der Sohn von einem befreundeten Händler. Und er begegnet der Mada auf dem Marktplatz. Und zur gleichen Zeit kommt in Ravensburg der Inquisitor oder der vom Papst gesandte Inquisitor Kramer an und beobachtet da eine Szene in der Stadt und hat eigentlich seitdem so ein bisschen die Mada auf dem Kicker. Und da kommt es ihm dann gerade recht, dass er die ersten Hexen anklagen kann und irgendwann auch dann eine Zeugenaussage gegen die Mata ihm in die Hände gespielt wird und er somit auch die Mata anklagen kann und auf den Scheiterhaufen bringen möchte. Ja, mehr sage ich euch gar nicht dazu. Den Kramer, den gab es wirklich. Der hat das Buch der Hexenhammer geschrieben. Hexenhammer heißt das, genau. Wo er ausführlich drin beschreibt, woran man eine Hexe erkennt, was Hexen sind, wie man Hexen foltert, wie man am besten ein Geständnis aus ihnen rauslockt und auch über die Hinrichtung der eigenen, der einiger Hexen in seinem Buch ausführlich berichtet. Wie gesagt, den gab es wirklich. Das fand ich ganz toll. Das ist mein erstes Buch übrigens von der Autorin. Die hat noch so ein bisschen in den Fantasy-Bereich geschrieben und hat aber auch schon historische Bücher geschrieben. Ich fand das Buch sehr gut recherchiert. Also ich konnte mir wirklich auch vorstellen, wie Ravensburg zu der damaligen Zeit aussah. Und wie gesagt, diesen Kramer gibt es wirklich. Die Kapitel werden auch manchmal mit einigen Auszügen aus diesem Buch eingeleitet, was ich sehr interessant fand, gerade wie das damalige Denken war. Das ja war schon etwas kurios, aber so haben die ja tatsächlich gedacht und das war echt sehr erschreckend. Wer jetzt hier ein Buch erwartet mit den blutigen Foltermethoden oder irgendwas, den muss ich enttäuschen, denn es ist wirklich ein Jugendbuch. Es wird nicht genau beschrieben, nicht ins Detail beschrieben, das was beschrieben wird. Das reicht aber auch dann schon, um einen eiskalten Schauer über den Rücken zu jagen, zumal ich letztes Wochenende durch Zufall noch in Leipzig im Folter- und Kriminalmuseum war und da die Hexenstühle und Streckbänke und was es da nicht alles noch gibt, die Daumenschrauben und sowas da mir angesehen habe, da klebte zum Teil auch noch das Blut dran, was echt irgendwie erschreckend ist. Und ich habe mich in diesem Museum gefragt, wie muss ein Mensch sein, der sowas durchführt? Oder wie fanatisch müssen diese Inquisitoren gewesen sein? Und das wird in diesem Buch echt toll beschrieben. Also die Charaktere, die leben, die blühen. Man hat zu jedem ein Bild im Kopf. Mag ihn nicht.
oder hasst ihn. Auch die Schauplätze waren sehr bildlich beschrieben und das Buch überrascht. Also da gab es Wendungen drin, da war ich schockiert, überrascht und dachte mir oft, oh mein Gott, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Oder ja, war halt überrascht, ja, mir fehlen etwas die Worte. Also ich finde es schwer, das Buch zu beschreiben, weil es mich wirklich beeindruckt hat. Es hat wirklich ein, ist mir im Kopf geblieben, hat mich nachdenklich gemacht. Das Ende kam ein bisschen, ja, dann übereilt. Da hätte die Autorin von mir aus gerne noch mal 100 Seiten schreiben können, weil die hat wirklich einen tollen Schreibstil. Ich werde mehr von der Autorin lesen. Ich werde auch das Historische, ich glaube, eins oder zwei gibt es von ihr. Weiß ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, muss ich mich mal schlau machen. Werde ich auf jeden Fall lesen, weil es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also wer so historische Jugendbücher mag, vielleicht ist nicht ganz so, das Mittelalter war ja wirklich grausam. Also ich bin ja froh, dass ich in der heutigen Zeit geboren bin. Da immer sich etwas hat abschrecken lassen, der kann dieses Buch wirklich gern lesen, weil es legt den Schwerpunkt auf die Charakter und es legt den Schwerpunkt auf die Handlung, ohne dabei zu tief in die blutigen Details zu gehen. Und ja, also ich mochte es sehr, sehr gern und freue mich, wie gesagt, wenn ich von der Autorin noch mehr lesen kann. Ich habe auch tatsächlich noch ein paar Bücher von ihr da, habe ich vorhin gesehen und lass mich mal überraschen, denn ich habe sie jetzt echt für mich entdeckt. Und ich lasse euch liebe Grüße da und sage Tschüss, macht's gut!